Ich möchte euch begrüßen. Ich begrüße euch, ihr Begeisterte, 100% begeistert bei Facebook in der Gruppe. Es ist nicht einfach, eine Sendung machen zu wollen. Eine Sendung über Star Wars, über Han Solo, der uns verlassen hat, der uns aber nicht so wirklich verlassen hat, weil er kommt ja als Spin-Off wieder. Han Solo kommt wieder als Spin-Off, eine komplette Sendung, wenn wir Glück haben, fast 2 Stunden oder 90 Minuten oder 105 Minuten. Alles nur über Solo, wie er ihn und was aus ihm geworden, wissen wir. Wie er war, das wissen wir noch nicht. Daran wird ja noch gearbeitet. Ihr merkt, eine Sendung herzustellen kostet viel Geld. Wir suchen schon sehr lange und haben auch gefragt. Wir haben gefragt bei Herstellern von Figuren. Wir haben bei Disney gefragt. Jetzt zum Schluss haben wir die 501 gefragt. Wir sind also bereit, weil geht ja nicht anders. Um eine Sendung machen zu können, müssen wir natürlich auch was bezahlen. Aus Spaß und Dollerei ist es nicht mehr. 1977 war es aus Spaß und Dollerei. Da hat es richtig Spaß gemacht, weil jeder irgendwie es lustig fand, irgendwas zu machen. Heute muss ich nichts erklären. Als alter YouTuber ist es klar, dass die jungen YouTuber Vorrang haben. Und heute gleich kommt sogar, heute ist nämlich Girls and Boys Day, ein Praktikant, der sich Gott sei Dank sehr gut auskennt, auch Lust hat zu arbeiten in der Welt der großen Medienhaus, wo alles über Film und Foto und auch im Merchandising der Figuren, wie auch im anderen Copyhaus, wo auch gearbeitet wird, wo aber Dienstleistung ist, wie kopiere ich richtig, vergrößern und verkleinern, alles was mit Printmedien zu tun hat. So, die Sendung, die wir erarbeiten, Sammelfiguren TV, steht in den Startlöchern, denn auch wir warten heute auf die DVD, weil wir bekommen sie pünktlich am 28. geliefert von Amazon. Wir sind jetzt nicht nach Mediamarkt, Saturn und Rewe. Ihr habt ja reichlich gepostet. Einige von euch haben ja schon, einige von euch haben sich das ja schon angesehen. Wir haben natürlich jetzt zum ersten Mal ein riesiges Problem. Walt Disney hat es übernommen. So, da geht kein Weg dran vorbei. Wir haben auch einen neuen Bösewicht. Wir haben einen neuen Bösewicht, der... Also, wir haben einen neuen Bösewicht, der uns begleiten wird. Wie lange? Weiß ja auch keiner. Ja? Darth Vader hat uns verdammt lange begleitet. Ja? Aus Darth Vader wurde Anakin 1, 2 und 3. Da waren auch noch spaßige Gesellen dabei. Ja? Die waren auch gar nicht so, wo kommen die denn her? Ne? Da fragt kein Mensch mehr nach. Ja, kein Mensch fragt mehr nach Jar Jar Binks. Und alles, was damit zu tun hat. Ja, im Erwachen der Macht sind ja einige Republik, also die Republik auf eine Art explodiert durch den Todesstern. Unser neuer Bösewicht, der uns begleiten wird, wird natürlich erforscht werden. Es ist sein Sohn. Es ist sein Sohn, das wissen wir mittlerweile. Laut Walt Disney, beziehungsweise laut J.J. Abrams, der wirklich gesagt hat, dass Luke Skywalker und sein Sohn waren ja, also wurde ja ausgebildet. Ne? Ben Solo wurde ja ausgebildet, ist aber angeblich ein Agent. Ja, er sei ein Agent, der infiltriert um Snoke. Keiner weiß so richtig, wer Snoke. Könnte Anakin? Nee. Könnte? Auf keinen Fall. Auch der Imperator nicht. Nein, weder Anakin, weder der Imperator. Könnte vielleicht auch jemand anders sein. Ja, Schwamm drüber. Wir werden recherchieren. Also wir sind beim Thema. Wir suchen natürlich Kostümträger, die mitmachen für einen Film, auch für die Sendung, Sammelfiguren TV, die wirklich Lust und Laune haben, über Figuren zu sprechen, sich selber darzustellen, über sich selber
zu sprechen, warum sie Kostümträger sind, warum sie bei 501 sind und warum sie überhaupt Fan geworden sind von Krieg der Sterne. So, da sind wir jetzt bei uns Älteren. Wir, die mit Krieg der Sterne groß geworden, wir, die zwischen 16 und 18 waren an dem ersten Tag, wo der erste Film überhaupt gekommen ist, wo die Sequenz eröffnet wurde, wie der große Sternangriff Leia gefangen nahm und die Geschichte rollte. Heute stehen wir vor Rogue One, dem ersten Kriegsfilm. Es sieht alles anders aus. Zwischendurch frage ich mich, ist das überhaupt noch ein Märchen ab 12 oder wird das jetzt so ein Märchen ab 16? Einige mögen das ja überhaupt nicht, dass Disney übernommen hat. Einige sind ja immer noch, also es geht ja immer noch um den Todesstern, es geht um die dazwischen, ne? Zwischen 3 und 4. Beim ersten, überhaupt ersten Todesstern. Es geht nicht um den großen, der danach, ja, in 6, wo es dann richtig zur Sache ging. Nein, nein, wie alles angefangen, wie alles gerade gebaut, wo Anakin zu Darth Vader wurde, wo er richtig noch so richtig voller Wut war. Er ist ja erst viele, viele Jahre später etwas gnädiger geworden, wo auch sein eigener Sohn größer geworden, ja, wo er bemerkte, hier ist was. Die Macht ist ja immer noch da. Er hat die Macht ja überhaupt nicht vernichtet. Die ganzen Jedis, die im Klonkrieg vernichtet wurden, sind ja gar nicht alle vernichtet. Alle sind nicht vernichtet. Sie kommen alle so langsam wieder. Und Walt Disney hat natürlich jetzt die große Chance, aus allem was zu machen. Denn Walt Disney möchte 10 Jahre uns Filme bringen. 10 Jahre Filme. Davon ist ein Film nur über Han Solo. Und ein Film nur über Boba Fett. Alle warten auf Boba Fett. Ja, ich habe so viele Kunden hier, die Boba Fett mögen, als Figur, als Filmaussage, als Comic, ja. Aber es gibt nicht so viel über Boba Fett. Der Kosmos, der geschrieben wurde, in der Zeichentrickabteilung, in der Merchandisingabteilung, ja, und in der Filmabteilung, Buchabteilung, Hörspielabteilung. Walt Disney hat etwas übernommen, was ein riesen Spektrum, ein riesen Universum bietet. Aber für die richtigen Fans, also für die jungen Leute, die ab 99 vielleicht dazugestoßen, oder 1983, 89, also im vierten oder im fünften Teil, vielleicht, oder im sechsten erst, ja, oder 1, 2, 3, ich habe hier, also ich finde es super toll, ich kann leider nicht alle einladen, ich würde es sehr gerne tun, ich würde eine super Sendung machen wollen mit einem Riesenkreis, wo jeder wirklich mal diskutieren kann, wieso, weshalb, warum. Also ich habe sehr viele, die hier nicht vor laufender Kamera, aber wirklich, wir diskutieren tagtäglich, die ersten drei überhaupt nicht mögen oder die ersten drei überhaupt mögen, die finden die super toll, kommen aber mit diesem 4, 5, 6 nicht klar, weil das alt ist und irgendwie, ja, es gibt ja Menschen, die sind ja jetzt in der Neuzeit groß geworden. Die sind ja durch Marvel und durch die ganzen Filme, die jetzt geboten werden, ja gar nicht mehr bereit, einen Rücksprung zu machen in die alte Filmtechnik, ja, in die alte Saga, in den alten Sprachaufbau, die alte Kulisse, ja. Man muss die regelrecht überzeugen, man muss sagen, komm, schau dir bitte 4, 5 und 6 an, damit du 7, ich weiß, 7 und 6 und 3 und 4 sind in 7 mit drin, also die sich auskennen, haben festgestellt, das haben wir ja auch euch schon gezeigt, in 7 ist 4, 5 und 6 ja drin, ja, von der Kamerafahrt, vom Angriff, vom Todesstern, da ist alles drin in 7 und deswegen hat der Film ja so einen Raketenstart hingelegt und deswegen möchte Walt Disney ja auch loslegen, 10 Filme, 10 Filme. Walt Disney hat festgestellt, da gibt es so viele Charaktere. Es gibt so viele Charaktere. Ich werde auch zwischendurch euch mal Figuren vorstellen. Da bin ich der Meinung, dass ihr die noch nicht in der Hand hattet. Weil es gibt schon in Amerika und in China mittlerweile und in Japan mittlerweile Hersteller von Figuren, die gibt es hier im europäischen Raum nicht. Da bin ich natürlich auch beim Kernthema, dass ich wirklich es gut fände, wenn wir mit Amerika überhaupt dieses TTIP auch mit Kanada wirklich offen Handel treiben könnten.
Es wäre toll, wenn man Originalware in Amerika bekommen könnte. Ja, das würde richtig Spaß machen. Aber ihr wisst ja, die hohen Herren sehen das hier immer alles anders. Wir klein. Ne? So, als Händler, ich bin ja nun mal kein Fan, bin Händler, ich bin involviert, denn ich bin froh, dass ich mal in so einer Kluft rumlaufen durfte, um Promotion zu machen. Die 501 wissen genau, wovon ich spreche. Die finden es ja auch toll, wenn die Promotion machen dürfen. Die finden es auch toll, dass sie vom Ganzen auch ein Stück sind. Zum Beispiel bei Mediamarkt Saturn da plötzlich stehen und die Jugend, die Kinder animiert, auch Große, die dann in Diskussionen verfallen. Es macht richtig viel Spaß, dabei zu sein. Darum geht es auch in dieser Sendung. Hier soll der Funke überspringen an die, die wirklich Lust und Laune haben, vor die Kamera zu treten, die Lust und Laune haben, mitzumachen. Es ist nicht einfach, euch wachzurütteln in einer Zeit, in einer Y-Generation zwischen 15 und 45. Ab 45 aufwärts, das ist nicht so einfach. Viele haben überhaupt kein Interesse. Facebook, YouTube ist ja was für die Jugend. Ich sage nein, ist es nicht. YouTube, Internet, World Wide Web und Krieg der Sterne ist von 0 bis 00. Da kann sich jeder eine Figur aussuchen. Er muss nicht unbedingt ein Star sein. Er kann sich auch eine Randfigur aussuchen. Ja? Über diese Randfigur die Geschichte erleben, recherchieren, zu sehen, was ist denn so eine Randfigur? Hier zum Beispiel sind wir uns doch mal einig. An dem Tag des Todessterns, wo gegen das Imperium gesprochen, wo auch Darth Vader etwas wütend wurde, dem einen die Kehle zugedrückt. Diesen Schauspieler gibt es nicht mehr, der ist verstorben. Ein RIP auf ihn. Er ist unvergessen durch Star Wars. Schauspieler, die jetzt uns verlassen werden durch ihr Alter, auch Synchronsprecher, die uns verlassen werden, die Figuren werden anders, die Sprache wird anders, die Aussage wird anders. Viele, die im Kabelnetz unterwegs sind, die plötzlich, dass er plötzlich ganz anders spricht, ja, muss man sich erstmal daran gewöhnen. Man muss sich überhaupt jetzt an alles gewöhnen. Star Wars, Krieg der Sterne, ist er nicht mehr. Krieg der Sterne, auch nicht mehr. Es ist nicht mehr Krieg der Sterne. Es ist Star Wars. So, und jetzt fangen wir schon an. Mit dem Erwachen der Macht haben wir ja schon einen deutschen Namen bekommen. Awaken. So, wir sind erwacht. Die Macht ist erwacht. Aber jetzt mit Rogue One, ja, fängt es schon an. Wie wird es heißen, fragen viele. Wie wird der Film in Deutsch heißen? Die ganze Zeit sprechen wir von Rogue One. Keiner weiß, wie soll ich das aussprechen? Einige sagen Rouge. Naja, Rosé ist es nicht. Also Rogue One übersetzt irgendein Gauner. Ja, wenn man das billig übersetzt, so eine Art Gaunerei. Ja, er ist der Obergauner. Aber ist halt so. So, ich will euch nicht allzu lange langweilen, aber ich bin, wie ihr seht, euphorisch. Ich warte. Ich warte auf meinen Kalender. Ja, heute ist Girl and Boy Day. Ja, ich warte auf die beiden Blu-Rays, Steel Blu-Ray und die normale Blu-Ray, weil Amazon, ich bin nun mal ein Amazon-Fan, ich werde auch Amazon einige Fragen stellen. Ja, weil es einfach ist. Ich bin hier, kann arbeiten, die Ware kommt, ich muss nicht raus, ich bin ja auch kein Konsumer, ich bin ja nur mal ein Händler. Und ein Händler hat andere Sachen, ich bin auch Filmemacher, ich habe keine Konsumerkamera. Das sind Profikameras, die kriegt man nicht mal eben bei Mediamarkt oder bei Aldi. Das ist eben so. Als Profi ist es nicht so einfach, da reinzutauchen. Und als Profi ist es nicht so einfach, sich mit einem Fan zu unterhalten, der die Figur anders sieht. Für mich ist es ein Schauspieler, ein verdammt guter Schauspieler, der jetzt in der Rolle Han Solo war. Fast 30 oder sagen wir auch 40 Jahre, 40 Jahre kennen wir ihn jetzt als Han Solo. Wir kennen diesen Schauspieler Harrison Ford auch noch in anderen Figuren, Indiana Jones. Es macht also tierisch viel Spaß. Und deswegen heißt die Sendung auch Sammelfiguren, TV, Film, Figuren, Theater, weil hier soll ja alles sein. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn irgendeiner Interesse hätte mitzumachen. Ansonsten ziehe ich das alleine durch. Mir macht das nichts aus. Ich bin ja da, ich habe ja alles da und lasst euch überraschen. Sobald die DVD ist heute. Heute ist der D-Day. 28, alles haben. Am 4. Mai ist sogar wieder Star Wars Day beim CineStar und Cinemax. Die zeigen mal wieder. Ja, lass uns mal überraschen. So, wie gesagt, wir haben einen neuen Bösewicht. Das ist er hier. Wenn ich den Knopf finde, dann spricht er natürlich auch. Ich meine, die Produkte von Walt Disney gar nicht mal so schlecht.
triffst du. Ich meine, wär auch, es wäre natürlich auch schön, wenn er mal Deutsch sprechen würde. Das ist auch so eine Sache. Wir bekommen alles American-like, ja, wir kriegen alles nur amerikanische Ware oder englische Ware und können dann alles nicht so verdeutschen. Wir müssen alles übersetzen und wir müssen auch glauben, was da steht, dass, wie gesagt, er hier ein Doppelagent ist. Ja, lass uns mal überraschen. 9. Es soll ja auch nach 9 noch Spin-offs kommen und dann soll ja nach diesem Spin-off wieder eine Trilogie kommen, also 10 Jahre. 10 Jahre, aber 10 Jahre spreche ich jetzt nicht. Ich werde jetzt 10 Jahre auftauchen, auch als alter Mann. Ich werde auch mit 85 hier stehen und sagen, kriegt der Sterne, ne? Und mein Gebiss rausholen, wenn er versteht, was ich meine. Ja? Es ist halt so. Wir verändern uns, Star Wars verändert sich und Star Wars wird alt, wir werden alt und wir hoffen, dass die Sendung auch alt wird. Mit euch zusammen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und danke, dass es euch gibt und danke, dass ihr mitmacht. Ich bedanke mich öffentlich, total recht herzlich, dass ihr überhaupt Interesse habt, hier überhaupt mal kurz reinzuschauen. Danke.